Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Yeah. So, wie nennt man das hier? Hey, Bijada. Auf jeden Fall eine der Prinzeninseln. Also, hey, da, ich weiß es nicht. Ich vergesse das die ganze Zeit, wie das heißt. Du kannst ja mal erzählen, wofür diese Insel bekannt ist. Oh ja, ich habe mir das vorhin einmal kurz durchgelesen. Und zwar wurden hier damals die verstoßenen Söhne der Thronfolge irgendwie verbannt. Also sozusagen verstoßen. Also wenn ich so verstoßen wäre, dann würde ich auch hier wohnen. Also kein Problem. Normalerweise war es immer so, sagen wir mal, eine Königsfamilie hatte irgendwie fünf Söhne. In der Thronfolge. Genau, dann wurde einer davon ausgewählt. Und der eine, der auserwählt wurde, hat dann alle anderen einfach ermorden lassen. Genau. Damit er keine Probleme kriegt. Statt sie zu töten. Ihr wisst ja, dass da irgendwelche Sachen zwischen Brüdern manchmal sind. Versucht und so. Und irgendwann wurde das aufgehoben. Da wurden die nicht mehr umgebracht, sondern nur noch auf verbannt. Und verbannt bedeutet dann auf diese Insel. Auf die eine der Prinzeninseln. Es gibt drei insgesamt, glaube ich, oder? Oder vier. Guck mal bitte, wie groß sie ist. Hier sind so schöne Tiere. Das ist voll so von der Natur noch belassen bisher, außer der Hafen jetzt. Es ist echt hübsch. Also hier fahren auch keine Autos. Wir haben uns gerade eben auch ein Fahrrad ausgeliehen jeweils. Und sind dann ein bisschen hoch. Also es geht wirklich ziemlich bergauf. Es war super anstrengend. Aber zu runterfahren war, es war ein Späßchen. Und jetzt kann man wirklich nur Fahrräder entgegen, als Fußgänger. Oder so kleine, so wie Elektro, da vorne. Elektro. Kennt man vom Golfplätzen. So. Ja, genau, so kleine Golfcars. So. Oder also sonst kein Auto. Das ist total schön. Und super viele schöne Häuser. Also es ist krass, wo die hier so wohnen. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Da habe ich auch kein Problem jedes Mal mit dem Bötchen für 7 Teller einfach rüberzufahren, um irgendwie Zivilisation wieder zu haben. Also ich finde das richtig schön. Wir haben auch von oben nochmal Aussichtspunkte, Videos gemacht. Die könnt ihr euch ja auch nochmal angucken. Die können sie ja gleich mal zeigen. Und die Preise der Restaurants sind hier wirklich, also es ist wirklich in Ordnung. Also dafür, dass es Istanbul ist, ist es wirklich, Istanbul, also man kann sogar sagen, es ist günstig. Und direkt am Wasser und auf so eine Insel, wo halt auch Touristen herkommen. Aber ich finde nicht, dass es überlaufen ist. Gar nicht. Oder? Also, es stand auch als im Internet, das so ein Geheimtipp ist oder so. Es stand auch im Internet, dass die Istanbuler diese Inseln gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das merkt man dann halt auch. Und dann kommen halt wahrscheinlich auch einfach eher Touristen hierher. Aber ich glaube, vom Haupthafen aus konnte man hier gar nicht herfahren, oder? Das weiß ich nicht. Irgendwie war das so von unserer Seite aus. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail. Away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face it another day. We go bottoms up. Wir haben ja trotzdem irgendwie alles, ne? Ja. Also ist trotzdem irgendwie so ein Markt, da hinten das Filling für Brot und Brötchen und so. Guck mal hier. Und es riecht sogar lecker hier alles, ne? Richtig schön. Auch noch ein Markt. Wir haben hier alles, was man braucht. Ja. Natürlich gibt es hier keine Kinos oder sowas oder irgendwelche Einkaufs. Jedenfalls nicht gesehen, aber das würde mich wundern. Ja, also ganz kleine Läden gibt es hier, also so auch so Klamottenläden, aber halt nichts wahnsinnig Großartiges. Also kein Zara, kein H&M oder sowas. Können wir mal darüber reden, dass vor dem Platz reden war? Ja, es hat auch vorhin geregnet. Ja. Und jetzt ist das Wetter wieder extrem gut. Ausgestiegen auf die Sekunde. Aber das Wetter sieht oben auch gar nicht so nice aus, aber tatsächlich ist es eine sehr, sehr schöne Erfrischung, wenn wir mal Regen abkriegen. Und was sie hier gemerkt haben, ist, hier sind unglaublich viele Katzen. Istanbul ist eh so eine Katzenstadt, aber hier ist schon sehr viele Katzen.
können wir ja irgendwie mal gleich auf die Preise halten oder sowas gucken, was das jetzt kostet. Ja. Hier sind ganz viele Preise. Für die Leute, die das interessiert, was das hier alles kostet. Also ihr könnt es quasi durch 10 teilen, dann habt ihr den deutschen Preis in Euro. Also wenn er 4,99 steht, dann kostet es für uns 49 Cent, also 50 Cent knapp. Aber es ist schon echt angenehm und schön hier. Und sehr, sehr ruhig. Also mal weg von Istanbul, wo man die ganze Zeit Gehupe hört. Und hier und da überall Ampeln sind unglaublich viele Menschen. Istanbul stresst sonst einfach komplett. Und ich glaube, das kann man so sagen, weil hier gibt es auch Strandabschnitte. Ja. Dass man hier auch wirklich herkommen kann, um irgendwie auch einfach so einen kleinen Erholungsurlaub zu machen. Auf den größeren Inseln, also hier, gibt es wohl auch Hotels. Was die Kosten, weiß ich nicht, da habe ich jetzt nicht reingeschaut. Aber auf der und noch auf der anderen, irgendwie fängt die mit B an, ich weiß es gerade nicht mehr genau, kann man sogar Hotels buchen. Ich glaube, das ist ganz geil. Und wir haben eben einen Burger gegessen und das war auch richtig, richtig lecker. Es war so ein guter Burger, also, mein Gott. Überraschend gut, und ja. Er war auch super günstig. Also er hat irgendwie 3,50 Euro gekostet. Ja. Und guck mal, wie die Aussicht da hinten ist. Da hat die ganze... Das ist krass, ne? Wie man auch sieht, wie Istanbul einfach so voller Berge ist, ne? Crazy. Guck mal wieder, sich sonnt hier. Hier hat man ein bisschen wirklich das Feeling, als wäre man hier auf Thailand oder so. Ja. Also das ist ganz crazy, allein dass es so eine Insel in der Türkei ist. Lass uns doch da vorne hin. Things I let go, floating on the wave. Big ol' bottoms up.